Jo, liebe Leute, ein allerherzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Heute geht's dann endlich in dieses geheime Versteck von Team Rocket. Und treffen als erstes auf diesen Rüpel hier. Wir werden das Stück für Stück und Stockwerk für Stockwerk untersuchen. Ach, du hast Mumm, dich einfach so bei Team Rocket einzuschleichen. Ja. So, er fängt an mit Golbat. Und hat auch nur ein Golbat. Aber immerhin schon Level 29, also ungefähr unser Niveau. Das ist gut. Das ist ein bisschen Herausforderung. Bis, ich glaube, es überlebt das aber. Nein, tut's nicht. Gut, dann bye bye. Liebes Golbat, bye bye. So, ich hoffe natürlich, dass wir hier nur noch spontan Mondschein finden, aber ich glaube, hier gibt es einen irgendwo. Das wäre gut, dann hätte ich mich mit Nidoking relativ schnell. Was ist mit dir? Psst, ist so laut, ist dir auch niemand gefolgt? Gut, ich bin nämlich eine schöne Spionin auf und der Covermission, musst du wissen. Was macht denn ein Kind wie du an so einem gefährlichen Ort? Ich will Team Rocket besiegen. Hey, du hast Mumm. Das gefällt mir. Weißt du was? Jetzt kannst du das andenken. Unser Treffen kriegst du von mir ein Geschenk. Ein Rocket Set von der schönen Spionin. Ja, ich... Wunderbar. Wenn du das trägst, siehst du gleich wie ein echtes Mitglied von dem Rocket aus. Bei deiner Größe merkt man allerdings sofort, dass es nur eine Verkleidung ist. Boah, ich glaube mal mit Pikachu. Das ist cool. So, was mit dir? Was? Wer bist du? Wie bist du hier reingekommen? Zu Fuß? Ganz einfach. So, er fängt mit einem Smogger an. Und hat übrigens drei Pokémon. Aber ich gehe mal auf Drachenroute. Oh, oh. Smoggern. Jagt sie selbst in die Luft. Das bereut es aber bitter. Tschüss, Smoggern. Na, super. Jetzt kommt er mit dem Radfratz. Jetzt kommt er mit so Nulpen auf Level 29 oder 30 oder so weiter war. 29. Naja, erledigt. Lurino. Oh, hier sitzt Risikotackle ein. Na komm, Doppelkick. Hier ist erledigt schon. Ich bräuchte was zu trinken. Ich hole mir gerade meine Flasche zu trinken. Ich bin sofort wieder da. So. Pikachu Level 35 und ich bin wieder da. Ich habe mir meine Flasche Wasser kurz mitgenommen, weil nämlich holt. So, wunderbar. Da ist unten noch ein Pokéball. Drei Stärkebonbons. So, gut. Okay, da kommen wir noch nicht weiter. Das machen wir dann. Das können wir erst leider etwas später machen. Oder kommen wir, nee, unten kommen wir auch nicht raus, ne? Ich glaube aber, dieser den Rüpel da hinten, der da eben kurz war, kann man später dran. Dann sind wir jetzt durch, fertig. Entschuldigung. Da sind wir jetzt fertig mit Etage Nummer 1. Und weiter mal jetzt mit der zweiten Etage. Ich habe gehört, mit einem Teleskop kann man dort alles durchschauen. Sogar Gespenster. Genau, und an dieses Gerät wollen wir, damit wir da in den Lavandier weiterkommen. Das wollte ich nämlich erst gemacht haben. Wir kommen in einem Hypno, das sollten wir nicht unterschätzen.
sollten wir nicht unterschätzen, liebe Leute. Aber es stellt uns tatsächlich nicht wirklich vor größere Probleme durch das Zurückschrecken. Haben wir noch einen zweiten Angriff. Und das Hypno ist erledigt und genauso wie dieser Rüpel. So, dann können wir jetzt tatsächlich hier diese Teleporter nutzen. Ich werde auch natürlich alle Items einsammeln, das heißt diesen Pokéball, der da hinten lag. Ich vermute, ich hoffe, dass einer von denen ein Mondstein ist. Das wäre super, dann könnte man nämlich weiterentwickeln. Ah, der erste leider noch nicht, das ist ein Nugget. Auch ein Aufwecker ist kein Mondstein. Ich meine mich in den Originaleditionen zu erinnern, dass das dass einer von denen Mondstein ist, auf jeden Fall. Aber was ist das? Dieses Spiel ging mir in den Originaleditionen, weil die TM5 Erholung. Bringt uns leider auch nicht viel mit. Das müsste der letzte sein. In dieser Etage. Super. Natürlich nicht das, was ich brauche. Es kommt natürlich nie, was man braucht. Ich mache drei Kreuze, wenn ich den Mondschein finde, ohne dass ich jetzt zurück muss zum Mondberg. Ich habe das Blödgefühl, dass ich tatsächlich zum Mondberg muss. Habe ich da nicht alles eingesammelt? Ich bin mir fast ziemlich sicher, dass ich alles eingesammelt habe. Naja, wie immer sei. Ich hoffe, dass wir ja gleich hier oder na gut. Was willst du denn hier? Ich würde sagen, ich besiege mir das Teleskop holen. Ganz einfach. Gut, dieses Voltoball sollten wir ganz, ganz schnell besiegen. Das kann uns nämlich richtig wehtun. Vierfachschwäche und so. Aber dazu kommt es gar nicht, weil Voltoball ist mit einem Schlag K.O. So. Dann haben wir hier noch was. Ein Hyperattack ist auch kein Mondstein. Jetzt gibt mir jetzt aber bitte, dass ich hier keinen Mondstein finde. Ich baller gerade mal kurz die ganzen Tränke weg, weil die brauche ich nämlich nicht mehr. So, hier unten war noch irgendwo ein Rüpel. Der hier. Eindringling gesichtet! Was? Wo? Oh, ich sehe keinen. Einmal kurz rettern. Es hat zwei. Sie hat zwei Pokémon. Kaskade auf Rettan und bye bye. Rettan bedeutet übrigens rückwärts Natter. Genauso wie Arbok seine Weiterentwicklung. Cobra rückwärts bedeutet. Und wo wir gerade bei Arbok sind, da ist es schon. So, Arcani setzt sich bewusst ein, weil es Schaufler kann. Was sehr effektiv gegen dieses Arbok sein müsste. Aber ist nicht one-hitted.
ist klar. Genau, die Giftattacke. Ja, diese Gifthieb. Das ist teuer. Das tut weh. So, einmal noch Flammenwurf, dann kriegst du halt jetzt die volle Ladung ins Gesicht. Und auch Arbok ist down. Und wie geil erreicht, Level 29. Leider kein weiterer Levelaufstieg bei irgendeinem anderen Teammitglied. So, ich kann Nidorino nicht so einsetzen, wie ich das gerne hätte. Halt noch nicht entwickelt ist, ne? Ich habe Level 19 oder so, habe ich es, glaube ich, gefangen. Auch super. Okay. Dann habe ich, glaube ich, das Eck hier auch abgearbeitet. Und wir machen uns auf in die nächste Etage. Weil hier gibt es nichts mehr so weit zu finden, wenn ich es richtig sehe. Ja. Gut, dann geht's hier weiter. Eine Etage tiefer. Sieh an, unser kleiner Eindringling. Unsere Leute oben haben schon gemeldet, dass du bald hier reinschneiden würdest. Welch eine Überraschung. So, Golbat. Das einzige Pokémon, was sie hat. Und dann weiter mit Kaskade. Das reicht aber nicht. Aber es schickt das Pokémon zurück und jetzt geht's mit. Ah, ist mir klar. Ich hatte sowas in der Vermutung, dass sowas kommt. Komm, geh durch und greif mit Drachenrute an. Reicht. Tschüss. In your face. Bye bye. Level 28 für Nidorino. Auch Gyarados ist bald Level 30. Neue TM, nämlich die TM20. Finsteraura, keine so schlechte Attacke. Könnte man vielleicht Nidokin beibringen, wenn man sich dann irgendwann mal entwickelt. So, dann gehen wir mal kurz eben hier die Items. Ah, nein. Items ab. Sonderbonbon, ja, ist klar. Sonderbonbon findet sich natürlich aber kein. Früher habe ich hier einen Mondschein. Pff, scheiß drauf. Brauche ich nicht. Doch, ich brauche sie. So, da ist noch ein Item. Hier ist noch ein Rocket. So, du hast zwei Pokémon. Und zwar fängst du an mit einem Radfratz. Und danach hast du wahrscheinlich ein Radikal. Fast. Aber jetzt kommt es wahrscheinlich mit Ruckzuckhieb. Nö. Ja, nicht. Bye bye, Radikal. Radfratz. Entschuldigung. So, dann geht's jetzt weiter mit Voltoball. Einmal kurz zum Glühen gebracht. Und damit ist es Geschichte. Gut, dann haben wir das auch. Aber ich hab immer noch nicht, was ich will. Ne?
Jo, ein Hypertrank. Und noch ein Item. Ich finde alles Mögliche. AP Plus. Von denen es nicht so häufig welche gibt. Oh, du kannst den Aufzug nicht benutzen? So ein Pech aber auch. Tut mir leid, dir das mitteilen zu müssen. Den Aufzugsschlüssel hab ich. Und nun bin ich unbesiegbar. Naja, mal gucken. Slimer. So, das ist einfach nur ein Slimer. Was veranstaltest du da jetzt mit mir? Deine Verteidigung, na super, okay. Na, eine Attacke braucht man. Aber jetzt brennt es wenigstens schon mal. Ach, er hat noch, okay. Egal, was er jetzt einwirft, es dauert jetzt immer nur eine Weile, bis er down ist. Also würde noch zwei Runden dauern. Aber wir machen jetzt bis Feierabend. Was jetzt zwei Härten hat, dürfte das eigentlich kein Problem sein. So ist es auch tatsächlich. Hm, ein schöner Aufzugsschlüssel. Ich darf ihn nicht verlieren. Gott, du denkst, du hast gewonnen? Falsch gedacht. Jetzt kommt mein Plan B. Oh, Tab. Hm. Oh, diese Schlüssel kommst du nie bis zum Zimmer des Bosses. Hol ihn dir doch, wenn du kannst. Ja, nichts leichter als das. Geh mal hin. So, wie war das jetzt? Wie war das jetzt? Suche die Umgebung ab. Hm. Vielleicht gibt es ja irgendwas, auf das du dich steigen kannst. Normalerweise ist das hier dieser Stuhl. Auf diesen Stuhl könntest du dich stellen. Und ab. Ja, Pikachu. Lieber Kinder, macht das nicht zu Hause nach. Auf einem Drehstuhl stellt man sich nicht, weil das kann ganz, ganz böse enden. Er hatte mit Hilfe des Partners an den Schlüssel, den der Rüppel weggeworfen hat. So, warte mal. Was muss ich jetzt gucken? So, das hoffe ich, dass ich das jetzt ohne Probleme machen kann. So, Pikachu holt sich jetzt hoffentlich den Schlüssel. Hehehe. So viel zum Thema dazu. So. Sag mal, hast du das mal auch gehört? Ja, da war ein merkwürdiges Geräusch. Hat sich hier etwa jemand reingeschlichen? Ah. Uff. Falscher Alarm. Das wollte doch, war wohl doch nur Mautzins Namen. Magen. Ja, kostet nie wieder so einen Schrecken ein. Gut, dann haben wir das soweit auch. So, wunderbar. Jetzt haben wir den Aufzugsschlüssel. Sehr, sehr schön. Was müsste ich eigentlich hier nur rauskommen? Nein, wir haben immer noch keinen Mondschein. Ich glaube, davon gibt es nicht so viele. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen warten. So, ich glaube, der Mond, der Mondschein hier, genau. Der Aufzug hier war ja hier unten irgendwo. Wenn ich es richtig noch im Kopf habe. Einmal kurz den Drehwurm hier. So. Jetzt müsste das eigentlich funktionieren. Et voilà. So, einmal kurz
ins vierte Untergeschoss fahren. Das Item hier oben mitnehmen. Das war das Item, was wir, glaube ich, gesehen hatten. Kuckuck. Du bist doch der Chris vom Mondberg. Was hast du hier verloren? Ich will Tragosso retten. Was? Bist du wegen dem Tragosso hier? Tja, da kommst du zu spät. Jetzt haben wir dich längst mit dem Boss übergeben. Edge, wenn du glaubst, dass wir das nicht zum Boss durch. Hast du dich für gewaltig geschnitten. Wir haben die Sache mit dem Fossiler Mondberg nicht vergessen. Dafür werden wir uns jetzt erstmal revanchieren. Na gut. Dann macht ihr das mal. So, ich will noch ein Stückchen trinken. Wie immer. Arbok und Smogmog und wir haben Gyarados und Visafloor am Start. Okay. Einfach wird das definitiv nicht werden. Wir müssen also so arbeiten. Na gut, Giftblick paralysiert uns. Und zwar mein armes kleines Gyarados. Gyarados zurückziehen. Das bringt das Visafloor zurückziehen. Das bringt ja nichts. Ich kann Visafloor nicht gegen zwei mit einer Pflanze, mit einem reinen Pflanzen-Moveset gegen zwei Gift-Pokémon antreten lassen. Das bringt ja mal überhaupt nicht. Oh, jetzt gehst du mir auf den Sack. So, bist du jetzt durch mit deinem Kack da oder was? Kampf hin. So. Smogmog ist schon mal down. Das ist schon mal das Wichtigste, dass das schon mal weg ist. Level 30 für Gyarados. Was auf Gar-Arbok. Und Flammenwurf hinterher. Jetzt sind wir wieder mit der gleichen Idee, mit dem Gift-Hieb. Und ich bin voll... Ne, das ist kein Vorteil. Was reicht, um einen Arcani zu besiegen, okay? So, du hast jetzt erstmal ausge... Gut, jetzt bin ich aber sauer, wenn ich ready bin. Das hat tatsächlich, macht das tatsächlich ein bisschen mehr zu schaffen, als ich dachte. So, warte mal, wir machen das anders. Wir setzen auf Spukball. Ist. Jawohl. Sehr zäh, die zwei auf jeden Fall. Das wird noch eine harte Nuss werden im Laufe des Spiels. Wir werden sie zumindest noch einmal treffen. Gott sei Dank haben wir die zwei schon mal down. Pah, bitte bloß nicht ein, nur weil die Pokémon ein klitzekleines bisschen besser sind als unsere. Genau, schließlich sind wir hier die Erwachsenen. Wenn diese Rotznase sich nicht von unserem Pokémon aufhalten, das müssen wir uns eben selbst drum kümmern. Oh oh. Hey, das haben wir im Schlüssel im Ofen. Naja, Standard. So, was haben wir hier? Zumindest aus Tragosso mal. Dieses Hilfsgrupp hat einmal eine Zweifel ausgeräumt. Ich kann
ganz voller Überzeugung sagen, dass die Swift Company über das technische Know-how verfügt, um unsere Pläne Realität werden zu lassen. Hm, es geht mal als unsichtbare Dinge sichtbar? Wie lachhaft, ein Kinderspielzeug. Aber nichtsdestotrotz, ich bin bereit, mich auf deine Idee einzulassen. Du kannst mit der Vorbereitung für die Übernahme der Swift Company beginnen, Atlas. Jawohl! Oh, was haben wir denn hier? Ein Kind? Ich habe keine Ahnung, wie du hier reingekommen bist. Dass du uns umdrehen noch dreist belauscht hast, lass ich dir nicht so einfach durchgehen. Ich bin Atlas, ein Mitglied im Vorstand von Team Rocket. Und im Kampf nehme ich keine Rücksicht, auch nicht auf Kinder. Genau, Atlas haben wir zum Beispiel in Pokémon... was? Pokémon... Ne, es war Pokémon Gold, glaube ich, noch. Ja, Pokémon Gold müsste es gewesen sein. Daher kennen wir ihn. Atlas, Jupiter, Mars, war das so? Und du fängst mit einem Smoggern an, was mir gar nicht gefällt, meines Wissens. Ich habe immer noch mit Team nicht wirklich geheilt. Natürlich alles andere als einfach. Mit einem komplett angeschlagenen Team ging. Ich muss danach mein Team heilen, auf jeden Fall. So, er setzt weiter den Matchbomb ein. Und es reicht, um Gyarados zu besiegen. Hm, was machen wir jetzt? Pikachu. Also für das sagen, spontan. Pikachu einfach mal eins werfen. Das sollte doch mit diesem Überbleibsel fertig werden. So, Donner drauf. Ja, das reicht nicht. Scheiße. Gut, dann nochmal. Komm, Donner. Jetzt. Zweiten Versuch. Klappt es dann? Für Smogon ist es das Ende. Smogmog, Entschuldigung. Die Weiterentwicklung natürlich. 34 für Fibisa Flor, Entschuldigung. Und Golbat sollte eigentlich ein gefundenes Fressen sein für uns. Da wird's. Jo. Bye bye. So, der ist schon mal besiegt. Der gute Atlas. Hm. Vergib mir, großer Giovanni. Ich habe gegen ein Kind verloren. So, ich muss jetzt natürlich mal selber mein Team ein bisschen heilen. Weil so wird das wahrscheinlich nichts werden. Ich bleibe aber bei Gyarados, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, der hat fast nur Boden-Pokémon. Ups, allzu früh gedrückt. Jetzt funktioniert's. So. Beeindruckt. Es ist ja tatsächlich gelungen, Atlas zu bezwingen. Naja gut, also sein Smogmon war schon ein bisschen eine harte Nuss, aber den Rest hat mich... Bei Golbat war nicht so das Problem. Du hast es weit gebracht. Team Rocket ist eine Organisation, für die der finanzielle Profit an oberster Stelle steht. Pokémon sind für uns nichts weiter als ein Mittel zum Zweck. Werkzeuge, mit denen wir unsere dunklen Machenschaften in die Tat umsetzen. Und ich, Giovanni, bin der Kopf dieser Organisation. Wie bitte? Du willst, dass ich dieses Dragostoff hier freilasse? Haha, das ist alles. Dafür schleichst du dich in unser Versteck ein und bringst dich selbst in Gefahr? Scheint so, als hätten wir es mit einem ganz besonderen Unruhestifter zu tun. Und doch bist du nur ein Kind. Du wirst es bitter bereuen, dich gegen mich aufgelehnt zu haben. Werden wir sehen. Das werden wir sehen, Kollege. Oh, mit so einem Billigkart hätte ich nicht am Anfang gerechnet. Mit so einem Billigkart hätte ich nicht am Anfang gerechnet. Vor dieser Mogelhieb nicht. Es ist vor allem schon Level 35, also wir sollten da höllisch aufpassen. Das ist gar nicht mal so ohne. Ich hör mal, kriegen wir jetzt natürlich unsere Probleme.
Jetzt müssen wir aufpassen, dass es nicht uns dauern kriegt. Jetzt müssen wir einmal, aber ich glaube, es reicht. Jo, das erste Dubliket ist schon mal down. Also, sein erstes Pokémon ist down. So, und das Rihorn wird ein gefundenes Fressen für Novi werden. So, einmal Blättertöpfs. Und dieses Rihorn ist Geschichte und Giovanni auch. So. Noch was? Wer hätte das gedacht? Dass ich mich einmal von einem Kind besiegen lasse. Na schön, das Verkoste gehört dir. Mach mit dem, was du willst. Außerdem will ich, dass du das hier nimmst. Sieh es als eine Art Entschuldigung dafür an, dass ich dich nicht ernst genommen habe. Oh, cool. Ein Ferngas, also das Hilfscope, mit dem wir ja den Geister sichtbar machen können. Erinnert euch, in der letzten Folge waren wir ja im Lavandia-Turm und konnten gestern nicht sein. Das ist jetzt tatsächlich möglich. Du trainierst deine Pokémon auf sich mit sehr viel Liebe. Aber deine Ziele und Beweggründe könntest du nicht verstehen. Ich werde dich fürs Erste zurückziehen. Wir werden ihn nochmal wiedersehen. Noch zweimal insgesamt. Aber ich hoffe, dass ich irgendwann noch einmal gegen dich kämpfen kann. Ja, zweimal werden wir uns auch gegen ihn sehen. Mit Hilfe des Hilfscopes könntest du vielleicht herausfinden, was es mit den Gespenstern dort auf sich hat. So, tatsächlich haben wir kein... Ja, was da? Warte mal, ich guck mal gerade, ob ich jetzt... Jetzt muss ich eigentlich auf dich zu kommen. Ich glaube, jetzt ist auch diese Tür hier offen. Die wir ja... Als wir hier am Anfang reingegangen sind, gesehen haben. So. Gut. Und jetzt sehen wir auch diesen Typen rechts von uns stehen. Was es mit dem aber auf sich hat, das erfahren wir dann in der nächsten Folge bei Let's Play Pokémon. Let's go, Pikachu. Bis dahin und auf Wiedersehen.